Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir gucken mal, was wir heute mit dem Toast machen. Mal da hinstellen, würde ich sagen. Letzte Folge haben wir Scrope kennengelernt und mehr als Aufgabe gelöst. Können da rein oder was? Was hat das alles zu bedeuten? So, ich gehe mal kurz da Lumos reinsetzen als Fluch. Also meiner Meinung nach gerade sinnvoller ist. Lumos. Ich sehe sonst nämlich nichts. Apollonia Blacks Tragebuch. Kann das sein? Besuch? Geist. Richard Jackdaw. Vor einem Jahrhundert war ich ein Schüler, genau wie du. Wie in aller Welt hast du diesen Ort gefunden? Ein Hauself namens Scrope schickt mich. Ich suche hier einen Ring der Familie Black. Ah, leider habe ich den Ring schon vor langer Zeit verkauft. Armer Scrope. Schwärmt er immer noch für Apollonia? Ich könnte es ihm nicht verübeln. Ich habe all diese Schätze gestohlen, um sie zu beeindrucken. Leider vergeblich. Ich dachte, eine geheime von Peeves stibitzte Karte würde ihr Interesse wecken. Aber sie hat nur die Augen verdreht. Was soll ich mit vergilbten alten Seiten aus einem Buch? Nicht gerade meine Sternstunde. Gib sie mir. Ich hätte diese Seiten gerne, wenn es dich nicht stört. Hier sind sie nicht. Ich dachte, wenn Apollonia nicht an der Karte selbst interessiert ist, führt sie mich ja vielleicht wenigstens zu etwas, das ihr Interesse weckt. Also bin ich der Karte gefolgt. Zu einer Art verzauberten Höhle. Und, tja, du siehst ja, was dann geschah. Ich hätte da eine Idee. Warum treffen wir uns nicht am Rand des verbotenen Waldes und ich zeige dir, wo die Seiten sind? Wozu die ganze Geschichte mit dem Toast? Ich Toast, um hier reinzukommen. Das war Apollonias Idee. Manche Tintenfische lieben wohl Toast. Das hätte man dir in Hogwarts beibringen sollen. Du kannst Peeves bestehlen? Wie ist es möglich, einen Poltergeist wie Peeves zu bestehlen? Ich habe die Seiten nicht seiner Geistergestalt geklaut. Ich fand sie nur auf seinem Pfad der Zerstörung. Er neigt dazu, Sachen kaputt zu machen. Bücher, Flaschen, Rüstungen, was auch immer das meiste Chaos verursacht. Er hat sie nach einer besonders heftigen Rauferei in der Bibliothek verloren. Wie hast du den Kopf verloren? Ich kann mir denken, wie du gestorben bist. Aber wer hat dir das angetan? Beim Umschauen habe ich plötzlich eine erfrischende Brise gespürt. Danach war ich ganz, nun, benommen. Mehr weiß ich nicht. Daher solltest du die Höhle nicht unvorbereitet besuchen. Warum genau, kann ich nicht sagen. Aber du wirkst scharfsinnig. Vorsicht vor einem leichten Lufthauch. Bis dann. Die einzige Möglichkeit ist, die Seiten zu bekommen, treffen wir uns im Wald. Die Seiten sind bestimmt immer noch in meiner Weste. Wenn dir der Anblick meines, nun, enthaupteten Gerippes nichts ausmacht, gehören sie dir. So, mal gucken, ob sie noch irgendwas liegt, was ich gebrauchen könnte. Lass mich nur Truhe vor allen Dingen. Eine Karte. Scheint nicht zu den fehlenden Seiten zu gehören. Aber ich sollte sie mitnehmen. Ein Hauch von Liebe. So, wir machen mal bewusst außen rum, weil da noch ein paar Feinde sind, die ich mehr oder weniger eigentlich gerne mal ein bisschen in Ruhe lassen würde.
So. Dann gehen wir mal zu Scrub zurück. Hallo, Scrub. Dank dir konnte ich Apollonias Grotte betreten. Der Toast war der Schlüssel. Ich habe dort einen Geist getroffen. Richard Jackdaw. Er wird mich zu den Seiten führen, die ich suche. Der Junge war nie gut genug für Apollonia. Was ist mit dem Ring der Familie Black? Leider hat Jackdaw ihn schon vor langer Zeit verkauft. Wie schade. Nun braucht Scrope etwas anderes, um den Schulleiter zu beeindrucken. Scrope tröstet sich damit, dass zumindest der junge Slytherin gefunden hat, was er brauchte. Das habe ich. Danke, Scrope. Du machst den Hauselfen alle Ehre. So, Auftrag abgeschlossen. Scrubs letzte Hoffnung. Und wir sind Level 9. Lumos. So, driftig mit Richard Jackdaw im verbotenen Wald. Ja, Thema Jackdaw, das kennen wir ja noch von Assassin's Creed 4 Black Flag. Dass ich jetzt tatsächlich sogar durch habe. Halt, da war noch was. Ja. Mit Richard Jackdaw im verbotenen Wald, okay. So. Na denn, wie viele Schritte haben wir überhaupt? 907. Kann ich da wieder nicht hinporten? Natürlich. Wäre ja zu einfach, wenn es nicht gehen würde. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Jo. Na denn, gehen wir mal dahin. Und schon haben wir schon wieder nur noch 200 Schritte. Also, hat sich schon mal gelohnt, wieder so ein bisschen zu. Was haben wir hier? Ach, das sind die Pilze. Brauchen wir nicht. Ja, und was hat das da gerade gesehen? Vor allem, wir rennen hier gerade mit weniger komplett in den verbotenen Wald. Und das im Dunkeln. So. Jo. Na denn, gehen wir mal dahin. Und schon haben wir schon wieder nur noch 200 Schritte. Also, es hat sich schon mal gelohnt, wieder so ein bisschen zu. Was haben wir hier? Ach, das sind die Pilze. Brauchen wir nicht. Ja, und was hat das da gerade gesehen? Vor allem, wir rennen hier gerade mit weniger komplett in den verbotenen Wald. Und das im Dunkeln. So.
Dann machen wir das doch mal glatt. Hier bin ich. Wie versprochen. Schon gesehen. So sieht man sich wieder, Richard Jector. Es überrascht mich nicht, dich hier zu sehen. Es braucht die Gerissenheit des Slytherins, diese Seiten aufzuspüren. Oh, schön gesagt. Wie geht es jetzt weiter? Folge mir. Ich werde dich so weit bringen, wie ich kann. Aber ich fürchte, es widerstrebt mir, den Ort meines Ablebens aufzusuchen. Halte Ausschau nach einer Vogeltränke. Wenn du sie findest, sag Intramuros. Ich glaube, das ist Latein. Oder Griechisch. Wie du dir denken kannst, habe ich in der Schule nie gut aufgepasst. Wollen wir? Na denn. Gibt es neben der Vogeltränke noch etwas zu beachten? Ja, es gibt einige Orientierungspunkte. Steinbrücke, Wasserfall und ein See, denke ich. Du wirst schon sehen. Das war sehr hilfreich. Danke. Ich fand dir das mal gerade noch ein bisschen in Ruhe. Alter. Es ist erstaunlich, wie viel mir unglücklicherweise da einfällt. Geld. Achtung, tödliche Spinnen. Mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Am besten lasse ich dich nun allein. Bleib einfach auf dem Weg und halte Ausschau nach der Vogeltränke. Adieu. Ist das jetzt Latein? Oder doch Griechisch? Ich hab grad ein bisschen Angst. Weitermachen. Ich hab grad ein bisschen Angst, Alter. Kommt wirklich immer gut, wenn man es mal dunkeln macht. Der Wasserfall. Für einen Dieb ist Jector überraschend verlässlich. Na, Geld. Lumos. Seltsam feierlich, dieser Ort. Hirsche sind so majestätische Wesen. So, weiteres Flohflammen-Ding. Da, genau wie Jector es beschrieben hat. Intramuros. Die Vogeltränke. Wird euch niemand hören. Randolph wusste, dass du uns zu dem führen würdest, was du versteckst. Ich werde nicht ruhen. War was? Diese Anhänger werden Randolph nichts mehr berichten. Mal sehen, wohin Jector mich geführt hat. Cool, mega Powertrank. Und noch einer. Ich habe mich mal gerade ein bisschen heimlich gehabt, ne? Lumos. Ja, ich habe schon gesehen. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich hier noch irgendwas übersehen habe, was ich mitnehmen möchte.
Wenn nur $8 sind. Naja, gut. Dann gehen wir mal da rein. Check das Grab betreten. Das Thema machen wir noch heute, dann machen wir mal Feierabend. Je nachdem, wie lange das jetzt noch dauert. Wie groß dieser Ort wohl sein mag. Hockensaft. Die gaben mir den. Keine Sorge, es geht sofort weiter. Den gab's noch, brauchen wir noch für irgendeinen Zaubertrank oder nicht? Was haben wir denn hier? Das Symbol schließe leuchtet es, aber nicht lange. Also scheinbar müssen wir doch den Mondschein haben wir gefunden. Ja. Aber jetzt war schnell genug. Beeindruckend. Dorthin muss das alles führen. Na denn. Jemand wird hier unten keinen Zufallsbesuch haben. Na, wahrscheinlich eher weniger, ja. Inzent, ob einer meiner Zaubersprüche mir hierbei helfen könnte? Ja. Alter Verwalter, ey. Das geht dir doch mal gut ab jetzt gerade, so ein bisschen. Das ist nicht auch weiter gewesen. Da ist eine. Spielfangzahn. Noch ein Rätsel. Wenn Jack Doyle es lösen konnte, kann ich das auch. So schwer sind die gar nicht, Riesel. Das nächste Symbol könnte versteckt sein. Oh, hinter dem Felsen. Da ist das Symbol. Incendio.
Lumos, ab hier. Habe ich nicht irgendwas, was ich mir für irgendwas zerstören kann? Versuchen wir es einfach, ne? Okay, schauen wir nicht. Wie zur Hölle? Wie zur Hölle muss das da gehen? Nimm das so. Jetzt war nicht in dem Feld, das war da oben. Jetzt habe ich das nicht gesehen. Warte, wo raten wir? Wo zur Hölle geraten wir hier eigentlich immer wieder rein, ne? Nur so nebenbei, habe ich schon mal erwähnt, dass ich nicht so ganz begeistert bin gerade von Spinnen. Also ich habe keine Arachnophobie, aber das muss nicht sein. Gut, dass Jack dort da nicht runtergefallen ist. So. Ah! Gut, so doof ist es wohl gar nicht. Jau! Ja. Weiter. Geh so. Oh, Alter. So viel zum Thema. Weg damit. Oh Gott, dass ich jetzt gerade ein bisschen Luft hatte. So, weiter geht's. Ruhe. Seltsam. Dass Jack an dieser Beute interessiert wäre. Aber es gibt keine Spur von ihm. Das frage ich mich auch gerade, wo der sein könnte. Mit Sicherheit würde ich fast wetten, dass wir... Dass wir bestimmt nur auf den Boss treffen. Mehr oder weniger. Okay.
Okay. Da geht es nicht weiter. Aber dauert. Also ich bin nicht beabsichtigt, aber ich kletter mal hier hoch. Aber hier? Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas hinterlassen hat. Wir fahren mal in den Anzug. So, Ausrüstung. Gucken wir mal nach, was wir haben. Da haben wir schon irgendwas Tolles. Ich bin mir noch nicht so gut in der Verteidigung. Belichtung machen. Offensive. Wir geben jetzt was voller auf die. Noch ist er gesperrt, wenn wir noch den Level haben. Inventar. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Sammlung. Das sind alles mehrere. Kreuzspinnenboote. Kreuzspinnenstüpfling. Kreuzspinnenschütze. So, dann haben wir hier noch. Weiter geht's. Wie ich jetzt irgendwie darf. Ich höre noch was anderes. Ins Zentrum. Ach, hier geht's weiter. Oder auch nicht. Hier weiter oder was? Hier hoch oder wie? Zentrum.
hier. Immer. Aber ich glaube, vielleicht müssen wir da irgendwie tatsächlich drauf, dass wir da hoch müssen oder was? Oder nicht? Also, vermutlich schon, ja. Ah, wohl wahr, tatsächlich. Soll der wirklich rüber? Ne, da scheint eine Wand drin zu sein, das geht nicht. Was ist denn da lang? Blöde Leute. Ja, wir haben Tränke, aber hier müssen wir weitermachen. Eine unberührte Truhe. Sektor war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Wir haben auf jeden Fall eine. Ich habe aber sonst nichts jetzt, wo ich sagen könnte. Da lang oder was? Da
ist sie, die Brücke. Sie ist fast fertig. Noch mehr Spinnen? Die können den Projektor nicht enthauptet haben. Inzentrum. Ab hier. Boah, alter Verwalter. Das wurde aber knapp. Boah, what the fuck, jetzt kommt noch der Big Boss oder was hier? Oder auch nicht. Ich gebe mich auf die Decke. Scheiße. Ich bin Materialchen, ich hab nichts mehr an Dings. Also, lass mich bitte jetzt nicht hängen, dass ich jetzt alles nochmal neu machen muss. Jedenfalls ist es richtig gewesen. Da ist sie, die Brücke. Sie ist fast fertig. Ja, ja. Noch mehr Spinnen? Wie können wir Trajector nicht enthauptet haben? Das sind zwei oder was? Das ist nicht wahr, die Mistviecher geben mir. What the fuck, Alter? Wie soll ich das denn hinkriegen? Versuchen wir es in der nächsten Folge nochmal. Thank you.